Moin Leute, willkommen zurück zu einer neuen krassen Folge Call of Duty Black Ops 3. Kane sagt, sie sind abgetaucht. Irgendwie müssen sie ihre DNI-Verfolgung abgeschaltet haben. Okay, hier sind wir jetzt. Also ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, unser Verbindungsoffizier verheimlicht uns was. Und zwar verheimlicht er euch gar nichts, weil das alles scheiß faul ist. Die Morde, die Säuberung der Station, deutet darauf hin, dass Taylors Team kompromittiert ist. Wir haben über 5 Jahre lang mit ihnen gedient. Wir kennen sie. Die drehen nicht durch. Es sind die Immortals. Das ist ihre Art zu morden. Taylor, Immortals, ganz egal. Sie haben die Datenträger der Station. Wenn wir sie haben, werden die Überwachungsfeeds es zeigen. Hendrix, hast du doch Kontakte? Kommen wir so an die Gurs ran? Ich kenne einen ihrer Datenhändler, Danny Lee. Gerissener Bastard. Aber gute Verbindung. Nutz deinen Charme und bring uns rein. Sind wir drin? Kann Kane die Laufwerke aufspüren. Die 54 Immortals waren noch nie stärker. Singapur-Streitkräfte, CIA. An uns kommt keiner ran. Ihr verlasst euch noch auf Vollstrecker wie Jay Zhong? Jay Zhong. Der wurde ewig nicht gesehen. Vergesst den verdammten Jay Zhong. Wieso sollte ich an euren Robotern interessiert sein? Das ist die beste erhältliche Robotik. Code Schwarz. Schwarz ist mir egal, Hendrix. Grün ist wichtig. Du weißt es vielleicht nicht, aber der Singapur-Dollar steht nicht mehr gut. Hey! Noch eine Runde für uns! Wer hätte das gedacht? Ein Gebäude in der Innenstadt explodiert und alles stürzt in Chaos und Anarchie. Komm schon, Danny. Wie weit sollen wir zurückgehen, hä? Ich weiß doch Bescheid. Über die üble Geschichte der Kuhzone. Du dämlicher Idiot! Du beschämst uns vor unseren Gästen! Locker bleiben, Danny. Wir sind nur hier, um einen Deal zu machen. Du weißt doch, dass das Winslow-Abkommen die allerbeste Kampftechnologie hat. Winslow-Abkommen? Das Winslow-Abkommen ist wertlos innerhalb der Q-Zone. Wo waren sie, als so viele starben? Als die SSK uns im Stich ließ und die Mauer baute? Ich brauche Zeit, um die Datenträger zu finden. Weißt du, wer hier war? Die 54 Immortals. Sie haben aus dem Chaos etwas erschaffen, haben diesen Park genommen und die Solarenergie dieser Superbäume umgeleitet. Ohne die Immortals hätten wir in diesem Drecksloch nicht einmal Strom. Als es keine gab, gaben sie uns Hoffnung. Ja, dank der CDP-Unterstützung ist dieser Hafen jetzt das Herz ihres Waffenschmuggels. Ich weiß nicht, wer du bist. Aber eins sage ich dir. Wenn dich ein alter Freund verlässt, brauchst du neue Freunde. Mal sehen, was eure Roboter können. Vielleicht können wir uns einigen. Das reicht uns schon. Ist es jetzt? Gumin, Gush Yolan. Welche Überraschung. Ich wusste nicht, dass sie kommen. Und dass eine Winslow-Abkommen-Spezialeinheit kommt, wussten wir auch nicht. Langsam, Mann. Was auch immer sie gehört haben, das stimmt nicht. Wir suchen keinen Ärger. Wir sind ungebunden. Ersparen Sie mir Ihre Lügen. Sie und Ihresgleichen haben viele von uns getötet. Es gibt keine Vergebung! Glauben Sie, wir wissen nicht, weshalb Sie hier sind? Das war's, Hendrix. Wann geht's los? Jetzt! Mann, haben die lange gebraucht. Plan B. Cyborgs. Kane, initiiere Sekundärprotokoll Echo 2.
Ich dachte, du wärst mit Danny liebe Freunde. Ja, das dachte ich auch. Und ja. Robotertrupp aktiviert Sturmmodus. Ich hoffe, du hast den Datenträger lokalisiert, Kane. Hier wird es ziemlich heiß. Hab sie. Der Serverraum in Pflanzenberg. Mitten im Herzen ihrer Operation. Um was wetten wir, dass Gojulan genau dahin will? Die Überwachung zeigt CDP-Verbündete voraus. Das Man of War. Das Korps ist wohl in der Stadt. Soll es ein Witz sein? Sind wir auf Urlaub hier? Mal die Kude, eine der besten Waffen, die ich gerne spiele. Kriegsherr, Entdeckung! Ja, keine Deckung nirgendwo, ne? Nein, Mann, leck meine Eier! Dass ich jede Dings hab. Jede Kraft. Hilfe! Bitte! Mit denen zurück zum Absender. Hallo, der leg dich doch hin! Leg dich doch hin! Ehrlich, ich vergesse manchmal, wie sehr ich diese Scheiße hasse. Brauche ich nochmal die Drohnen? Hilfe! Bitte! Deckung, los!
Spring doch da rein! Warum seid ihr so unfähig? Alter, immer so unfähig. Ja, warum? Wieso? Und weshalb? Alter, schon wieder. Schon weiß. Ich habe einen Hintereingang zum Pflanzenberg gefunden. Übertrage auf das Hut. Hier ist keine Deckung. Die Roboter sollten diese Tür aufbekommen. Geil. Oh, ich muss schon wieder nachladen. Stock. Wir müssen wohl nach oben. Aufteilen.
Anstatt dass er einfach die Munition creeft. Der hat nicht mal was gemacht. Der Serverraum ist im obersten Stock. Wir müssen wohl nach oben. Aufteilen. Evakuierung bei der Markierung. Bio-Kuppeldach über dem Pflanzenberg. Vitol startet bei Paketbestätigung. Verstanden. Ich bin Soldat mit Roboterhänden. Ich kann nur eins. Evakuierung bei der Markierung. Bio-Kuppeldach über dem Pflanzenberg. Vitol startet bei Paketbestätigung. Verstanden. Mann, hör doch auf, dich immer hinzuhocken! Hör doch auf, dich immer hinzuhocken! Rutschen! Nicht hinhocken! Evakuierung bei der Markierung. Bio-Kuppeldach über dem Pflanzenberg. Ja, das Fatz so. Startet bei Paketbestätigung. Okay. Verstanden. Fick dich! Evakuierung bei der Markierung. Bio-Kuppeldach über dem Pflanzenberg. Mach ich den Super Smash. Vitol startet bei Paketbestätigung. Verstanden. So, unten. Teile dich. Können wir wieder die Vier nehmen. Irgendwo eine Waffe. Ah ja. Ja, die ist gut gegen Roboter, okay. Let's go. Ist nice. Dann machen wir jetzt wieder den Super Smash, oder? Okay, wohin jetzt? Serverraum, direkt oberhalb. Du musst dich sputen. Julan ist in die Ecke gedrängt. Sie wird mit dem handeln, was sie hat. Den Infos auf den Datenträgern. Feindliche Granate! Hey, wir haben einen Geist. Den Geist nicht angreifen, wenn es
nicht sein muss. Wenn er dich erfasst, bist du geliefert. Solange du in der Bio-Gruppe bist, ist alles gut. Total fantastisch. Da scheint noch mehr Verstärkung unten in den Pflanzenberg einzudringen. Egal. Gojulan und die Datenträger haben Priorität. Oh mein Gott, wie habe ich das doch überlebt? EMP! EMP! Sie hat begonnen, die Datenträger zu entschlüsseln. Der Upload geht direkt auf den öffentlichen Server. Jede Information von den Datenträgern geht gleich an die CDP. Wir müssen sie ausschalten. Genau. Kane, kein Zugriff auf die Konsole. Was jetzt? Ein Biometriescanner. Scanne Ihre Hand. Benutzer authentifiziert. Warte auf zweiten Abdruck. Zweiter Abdruck? Was soll der Scheiß? Achtung! Verstärkung nähert sich eurer Position. Die Abdruckscanner müssen für beide Geschwister ausgelegt sein. Nicht wirklich. Keine Zeit, keine Option. Benutzer authentifiziert. Guten Tag, Montago. Bitte die Hand für zweiten Abdruck benutzen. Okay, Hendrix. Benutz die Konsole. Dein DNI muss als Leiter für den Transfer herhalten. Das heißt? Vertrau mir, ja? Wir müssen einen schnellen Upload durchführen und alles von den Datenträgern löschen. Genau wie wir es mit den Geheimstation-Daten am Dock gemacht haben. Mach bloß mein Gehirn nicht kaputt, Kane. Ist klar. Aber vielleicht gefällt dir nicht, was du siehst. Hendrix, alles okay? Aua. Mir geht's gut. Eindringlinge im ersten Stock. Bin unterwegs. Download bei 20%. Kein Dock haben wir noch. Scheiße! Sie blasen das verdammte Fenster raus! Hallo! Feinde seilen sich vom Vitol ab! Hey, jetzt will mein Fenster aus. Meine Güte! Schützen Sie Hendrix! Also ich versuch's gerade, aber naja. Und wieder nachladen. Wir müssen schnell raus hier. Download bei 80%. Fast geschafft.
geschafft! Erfasst es nichts. Feinde brechen durch die Wand im ersten Stock. Und wieder hoch. Sag schon. Und jetzt nichts wie weg da. Die Daten sehen wir uns im Unterschlupf an. Unterwegs zur Evakuierung, heben in 15 Sekunden ab. Seile raus! Werden beschossen. Er ist getroffen! Achtung! War so gesagt ein anderes Level jetzt. Es geht ziemlich flott, wenn man ehrlich ist, aber naja. Was soll man sagen? Im Grunde würde ich jetzt sagen, Ende des Videos. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Weiter! Nichts wie raus hier, verdammt! Aber es geht ja direkt wieder weiter in die Action. Aber auch bis zum nächsten Mal.